Am Sonntag hatte die russische Küstenwache die Einschüsse der Ukraine von der Linie in der Kerch aufgebracht und die Besatzung eröffnet. Die ukrainischen Flugzeuge haben nach Angaben von Aktivisten mehrere Ziele in Syrien gemacht. Die Angriffe richteten sich demnach gegen Positionen im Grund auf die Hauptstadt Damaskus sowie an der Grenze der Provinz Neitzrei zu Syrien. Zuvor hatten syrische Staatsregierungen Schüsse der Flughafensysteme als feindliche Ziele gewendet. Und jetzt haben sie gerade dementiert. Die Weltgesundheitsorganisation hat vor einer Vornahme von Masernsektionen gewarnt. Die Zahl der Gemeldeprobleme seit 2017 weltweit im Vergleich zum Vorjahr um 30% liegen, zeigte die WHO in Genf. Demnach sei auch ein wohlhabender Staat, wie beispielsweise Deutschland, ein Anstieg zu verzeichnen. Ursache dafür seien unter anderem erhebliche Wünsche bei den Impfungen und viele Informationen über deren Effektivität und Sicherheit. In Kalifornien werden nach den schweren Waldbränden Sturzregen und Überschwemmungen des Apokalypse-Gebiets. Das Unternehmen seiner 40 Grad unter Wasser. Die Behörden ließen die Sonne Areale räumen. Das Feuer hatte im November die Vegetation und auch ihre Häuser in der Region zerstört. Das Wetter leistet sich grün, gefreundlich oder schmiede, nur noch so gibt es noch etwas anderes. Von Abend bis zur Österreich etwas Regen und Schneefall, sterben weiter auch die fliegende Regen. Höchstwerte minus 50 plus 2 und 10 auf 10 Grad. Das ist vor allem schon mal auf dem 8.